Hallo zusammen, in diesem Video geht es darum, wie findest du ein neues Produkt, was noch niemand anderes kennt, aber noch viel mehr, wo findest du es? Wer kann es dir herstellen? Wer kann es dir liefern? Die Rede ist von Alibaba.com, der ersten Plattform, die du besuchen wirst, wenn du diese Frage nachgehen möchtest. Und dazu gebe ich dir die besten Tipps, wie du Alibaba.com am besten nutzt für dein E-Commerce-Projekt. Und im zweiten Teil vom Video, da wird es auch für die Fortgeschrittenen von euch so richtig interessant. Hast du schon von der Alibaba.com März-Expo gehört? Das Event, wo dir Alibaba.com die erfolgreichsten Lieferanten auf der Plattform vorstellt. Außerdem die aktuell heißesten Produkte, die neuesten Produkte, einen Einkaufsrabatt gibt, wenn du dich beim Event anmeldest. Und im dritten Teil gehen wir auf die Alibaba.com Wow Selection, eine Auswahl von 100 Produkten, die absolut neu sind, das Potenzial haben, viral zu gehen. Denn da hat Alibaba.com neue Produkte zusammengetragen, die du so noch nie gesehen hast und die über Social Media so richtig heiß laufen können. Zu dem Teil haben wir sogar noch ein Gewinnspiel am Ende vom Video. Also dranbleiben lohnt sich. Plus, ich zeige dir eine große neue Nachricht, die wahrscheinlich noch niemand von euch da draußen auf dem Schirm hat. Egal ob Anfänger, egal ob Fortgeschrittene, das Video ist für dich. Für mich ist Alibaba.com einfach der erste Ort, an den ich suche, wenn ich einen Lieferanten brauche. Oder vielleicht sogar noch, wenn ich einen Schritt davor bin und gucken möchte, was in Zukunft das heißeste Produkt wird. Weil was bei Alibaba.com gerade heiß bestellt wird, trifft wahrscheinlich erst in Wochen oder vielleicht sogar erst in Monaten die Online-Shops. Deswegen ist man da sowieso recht früh dran, wenn man dort in die Top-Listen guckt. Ich selber habe auf Alibaba.com wahrscheinlich einige meiner heiß verkauftesten Produkte gefunden und ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden oder Tage ich hier schon auf dieser App gesurft habe, um Produkte zu suchen, um Lieferanten zu suchen, um Preise zu vergleichen, Lieferanten natürlich auch anzuschreiben und mir schließlich Muster zu bestellen, um die Qualität zu betrachten. Und deswegen kommen wir hier mal in aller Kürze auf die 5 Tipps, die du wissen musst, wenn du Alibaba.com im vollen Umfang nutzen möchtest. Und damit sind wir beim Tipp Nummer 1. Da starten wir ganz klar bei Marktforschung. Wenn du gerade noch an dem Punkt bist, wo du noch gar nicht weißt, was du eigentlich verkaufst, dann guck hier durchaus schon mal drauf, weil hier findest du jede Menge Neuheiten oder Top-Listen von Produkten, die am meisten verkauft sind. Vielleicht ja schließlich auch an anderen Märkten, vielleicht noch gar nicht in Deutschland. Und dann siehst du vor allen anderen, was die nächsten Hits werden können. Ich achte direkt darauf, was sind wirklich neue Produkte, die ich noch nicht kenne? Was sind neue Designs für altbewährte Produkte? Was sind vielleicht altbewährte Produkte, aber mit neuen Funktionen, die wir noch nicht kennen? Alles sowas, was einen Unterschied macht, das kann sehr interessant sein, selber anzubieten. Aber dann kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2. Schau nicht einfach quer über die Plattform, dafür sind da viel zu viele Produkte drauf. Klick als erstes mal auf die Kategorien, überleg dir, in was für einer Nische du eigentlich verkaufst und geh ruhig erstmal ein bisschen tiefer, bevor du die ersten Produkte anguckst. Weil wenn du dich spezialisierst, hat alles deutlich mehr Erfolg, was du von da aus machst. Denk an deine ganze PPC-Kampagnen. Wenn du in Zukunft 2, 3, 4, 5 Produkte in der gleichen Nische hast, dann ist alles umso effizienter, was du machst. Und Punkt Nummer 3, hier kannst du direkt schon die Zuverlässigkeit von deinem Lieferanten beurteilen. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz einfach. Wenn ich ein bisschen tiefer scrolle in den Produkten, komme ich gleich zu dem Punkt, wo ich schon mal Infos über den Lieferant finde. Zum Beispiel hier die Shop-Punkte, wie er bewertet ist, 4,9 von 5. Ich sehe, er ist ein Verified Supplier, das heißt, die Plattform Alibaba.com hat selber überprüft, dass das eine Fabrik ist, nicht nur irgendein Großhändler, der Ware weiterverkauft. Ich sehe hier, 97% der Lieferungen sind pünktlich, 2% Reaktionszeit. Da kann ich nochmal draufklicken und sehe nochmal weitere Details. Der ist seit 7 Jahren auf der Plattform. Solche Accounts sind den Anbietern heilig. Die werden alles machen, um ihre Performance-Daten gut zu halten. Ich sehe auch wirklich direkt, wie viel Umsatz er hier schon gemacht hat. Ich sehe sogar, wie viel Produktionsmaschinen in seiner Fabrikhalle stehen. Also du kannst wirklich sehr viele Infos über deinen Lieferanten mit ein paar Klicks einholen. Und kommen wir zum Punkt Nummer 4 und der ist so, so wichtig.
um die besten Lieferanten für dich zu gewinnen und die besten Preise zu bekommen. Und der heißt, halte es einfach. Klingt einfach, ist auch so, übersehen aber viel zu viele. Du kannst hier in der Alibaba.com-App direkt unten auf Chat drücken und den Lieferanten einmal direkt kontaktieren. Sei dir aber bewusst, das machen jeden Tag unzählig viele Händler. Deswegen halte es kurz. Schreib deine Anfrage so kurz du es kannst, aber mit so viel wichtigen Details wie möglich. Und plus, du kannst hier direkt ein Bild anhängen. Das heißt, wenn du ein Bild von deinem Produkt hast, von der Farbe, von wichtigen Details von deinem Produkt, häng es direkt mit an, dann weiß der Lieferant direkt, worüber du sprichst und du gehst sicher, dass du schnell eine präzise Antwort mit dem besten Preis erhalten wirst. Und Punkt Nummer 5 bei den schnellen Tipps und der letzte hier heißt Preise verhandeln. Du kannst absolut nach Preisen verhandeln und du siehst es teilweise schon auf der Produktseite in der Übersicht, was hier möglich ist, wenn du mehr Einheiten von dem Produkt bestellst. Typischerweise gibt es da automatisch schon mal Rabatte. Was ist jetzt, wenn du anfangs vielleicht eine kleine Testorder hast, die ein Bruchteil von deinem Jahreseinkaufsvolumen sein wird? Lass es den Lieferanten wissen. Sag ihm, was du jetzt bestellst, aber gib ihm auch das ganze Bild. Sag ihm, was deine Erwartung fürs ganze Jahr ist. Und dann ist er auch umso interessierter, dich als Kunden zu gewinnen. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Teil von diesem Video, den ich dir versprochen habe, der für die meisten von euch neu ist. Und zwar, das ist die Alibaba.com. März Expo. Die März Expo ist nicht nur irgendeine Veranstaltung, das ist ein wahres Kraftwerk an Neuheiten, an heißen Produkten aus Social Media, aus den Erfahrungen von der Alibaba.com Plattform, Produkte, die gerade so richtig abgehen, damit du genau weißt, was gerade im Trend liegt. Und unterm Video ist der direkte Link dazu. Wenn du am Computer bist, kommst du direkt auf die Seite, aber hiervor noch ein kleiner Tipp, wenn du auf die Seite gehst, hast du höchstwahrscheinlich noch Englisch eingestellt. Klick mal oben hier in die Navigation, dann kannst du es nämlich mit einem Klick auf Deutsch umstellen und hast die ganzen Informationen in Deutsch, wird dann schon mal deutlich einfacher zu verstehen. Und auf dem Handy hast du die Möglichkeit, wenn du die Alibaba.com App nutzt, kann ich nur jedem empfehlen, macht es deutlich einfacher. Wenn du irgendwie im E-Commerce bist, sollte das eine Pflicht-App sein auf deinem Handy. Dann gehst du rechts unten auf dein Profil, auf die Landesflagge und unter Language kannst du das Ganze dann einfach auf Deutsch einstellen. Auch hier scrolle ich dann auf der Startseite ein bisschen tiefer und dann sehe ich March Expo, da wollen wir hin. Und du siehst hier gleich über 1 Million Neuerscheinungen, die hier ab 1. März vorgestellt werden. Über 1 Million Favoriten aus sozialen Medien, da hat sich Alibaba.com tatsächlich hingesetzt und die Trends in Social Media analysiert und stellt die hier in eine Extra-Kategorie vor. Was geht gerade so richtig heiß ab auf Instagram? Was ist gerade heiß diskutiert auf TikTok? Die Produkte, die so richtig viral gehen, findest du hier, finde ich ziemlich cool. Du hast hier über 2 Millionen Lieferanten, die vorgestellt werden und mit deinem ersten Einkauf, sei es auch nur eine Musterbestellung, bekommst du einen 15 $ PayPal-Rabatt. Und brauchst du noch mehr Inspiration, und jetzt kommt der echt interessante Teil, du bekommst hier Realtime-Ranglisten von dieser March Expo. Was ist begehrt bei anderen Händlern? Was wird gerade viel bestellt? Du siehst Produktranglisten mit Produkten, die gerade in dieser Aktion so richtig heiß gekauft werden und genauso Lieferantenranglisten. Was sind die begehrtesten Lieferanten hier in der March Expo? Und du kannst Lieferanten klicken, du kannst auf die Kataloge klicken, gucken, in was für Nischen die unterwegs sind, was deren Produkte sind. Also sehr, sehr spannende Daten, die wir hier bekommen. Plus es wird eine Online-Messe geben. Du kannst hier virtuell Lieferanten besuchen und dir einen Eindruck über deren Angebot, deren Produktion machen. Ganz genauso, wie du es von einer großen Messe kennst, aber alles online in deiner Hand. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt hier in dem Video. Das will ich dir nicht vorenthalten. Hier in dieser gleichen Aktion in der Alibaba.com März Expo gibt es noch die Wow Selection und das hat schon mal Unterhaltungswert an sich. Das ist eine kuratierte Liste von 100 Produkten, von denen Alibaba.com ausgeht, dass sie Potenzial haben, in kurzer Zeit so richtig viral zu gehen. Das sind innovative Produkte, von denen ich dir versprechen kann, dass du die meisten noch nie gesehen hast. Und ich konnte schon einen Blick drauf werfen und dachte immer wieder, was, sowas gibt es? Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Da hat Alibaba.com die Hausaufgaben gemacht und Markttrends, Verbraucherverhalten und soziale Medien analysiert und hier diese absolut virale Liste zusammengestellt. Gucken wir uns mal zwei zufällige Produkte an, die ich da gefunden habe. Und zwar, das eine hier ist ein Katzenspielzeug. Das heißt, du hast hier diese Stäbe, die du pusht, die du drückst, und wenn du die drückst, kommt die Maus aus dem Loch und die Katze kann die Maus jagen. Habe ich auch noch nicht gesehen, finde ich aus zwei Gründen ziemlich geil. Einmal, es ist Holz, es ist natürlich nachhaltiges Produkt, was sowieso ein Trend ist. Plus, es ist in einer Kategorie, wo Leute immer das Portemonnaie gerne aufmachen, und zwar in Haustier. Jeder Tierbesitzer gönnt seiner Katze gerne was, und das hier hat noch absolut Unterhaltungswert. Wenn du dir als Tierbesitzer sowas kaufst, wirst du es anschließend jedem deiner Freunde vorführen, wie die Katze da die Maus jagt. Stelle ich mir absolut witzig vor. Und ein Produkt, was sich sicherlich gut verkaufen wird. Also kurz zusammengefasst, warum hat das Produktpotenzial? Ganz klar aus Holz, nachhaltig, für die Haustiernische, wo die Leute Geld haben. Plus, weil es aus Holz ist, wird es relativ leicht zu individualisieren sein, dass du mit deiner eigenen Farbe, mit deiner eigenen Größe, mit deinen eigenen Figuren da drin, mit deinem eigenen Angebot herausstechen kannst. Und Produkt Nummer 2 ist ein ziemlicher Party-Gag, und zwar so ein Tattoo-Printer. Den kannst du auf deinem Arm benutzen. Wer möchte nicht Tattoos mal für 24 Stunden haben? Ist wahrscheinlich ein ziemlicher Party-Gag. Bedruckt aber auch T-Shirts, und wie es aussieht, bedruckt er sogar den Toast. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe gerade erst draufgeklickt. Wow, also Holz kann es auch bedrucken. Also ein sehr, sehr witziges Gerät und sehr vielseitig einsetzbar. Also für die von euch, die so Produkte auch bewerben wollen über Social Media, ich glaube, das hier wird sehr leicht auf Instagram, auf TikTok viral zu gehen, dein Produkt zu verlinken und die Leute direkt auf deinen Online-Shop zu bekommen. Warum denke ich, das Produkt wird Potenzial haben? Ganz klar, es ist ein absoluter Hingucker. Es lässt sich sehr leicht erklären, individuell benutzen. Plus, es braucht Verbrauchsmaterial. Das heißt, alle Produkte, die man irgendwie nachfüllen muss, sind natürlich prima für Händler, weil dann kommen die Kunden zurück und brauchen Ersatz, um es aufzufüllen, und du hast automatisch Stammkunden. Ein drittes Produkt habe ich doch noch rausgesucht, weil ich es gesehen habe und cool fand. Denke, warum gibt es das noch nicht? Und zwar faltbare Gummistiefel. Gummistiefel sind irgendwas, das braucht man alle paar Jahre mal so ungefähr, und deswegen stehen sie irgendwo im Keller. Aber was ist, wenn die kompakt sind und du kannst es ins Auto, in deine Reserveradmulde quetschen, und du hast es immer dabei? Denk an die ganzen Angler, die ganzen Jäger, die ganzen Leute, die ins Gelände fahren mit ihren SUVs. Ich habe gerade mal selber auf Amazon recherchiert und ich sehe Überzieher und ich sehe reguläre Gummistiefel. Ich habe aber gar keine faltbaren Gummistiefel gesehen. Das heißt, ein Produkt, was seit Ewigkeiten ständig gekauft wird, in einer neuen Variante, was auch ein weiteres Problem löst. Deswegen ganz klar ein einfaches Produkt mit Potenzial, weil es einfach heraussticht aus der ganzen Kategorie. Und zum Schluss habe ich hier noch eine Herausforderung an dich, ein kleines Spiel. Klick auf den Link unterm Video zur March Expo, scroll über die Seite bis zur Wow Selection und guck dir diese Liste von 100 wahnsinnigen Produkten an und sag mir, welches davon würdest du starten und warum? Was findest du so cool daran? Und unter der meistgelikedesten Antwort hier unten in den Kommentaren verlose ich einmal 50 Euro. Also, klick auf den Link. Sag mir, welches Produkt, warum du am heißesten findest. Die Antwort, die am meisten Likes bekommt, bekommt die 50 Euro. Aber Achtung, du musst den Kanal hier abonnieren. Wer es noch nicht gemacht hat, klick jetzt auf Abonnieren, auf das Glockensymbol, und werd sowieso Mitglied der größten deutschen Amazon FBA Community. Also ich bin gespannt, was ihr in der Liste findet. Ich würde sagen, wir sehen uns unten in den Kommentaren, und möge der von euch mit dem besten Kommentar die 50 Euro nach Hause nehmen und damit viel Erfolg dir auf deiner Produkt- und Lieferantensuche auf der Alibaba.com März Expo. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.